Guten Morgen, meine lieben Jungs aus Österreich. Wir sind willkommen zum ersten Tag aus Sölden. Wir sind gestern im letzten Vlog ja schon hier angekommen in unserem Hotel. Und jetzt sind wir auch in unserem Zimmer. Hinter uns sind die Berge, wo wir auch fahren werden. Da sind andere Berge. Der Lift geht da hinten hoch. Und wir haben jetzt erstmal unser schönes Hotelzimmerchen. Leute. Jo, was geht ab? Mein Name ist Wir sind alle auch komplett fertig. Ich habe 3 Stunden im Zug gestern geschlafen. Aber weil wir waren ja im Samba-Wagen, im Partywagen. Wir haben mit den 70-Jährigen, und der eine war echt 70, mit dem wir jetzt gesprochen haben. Der hatte eine Smartwatch. Der hatte eine Smartwatch und war 70, ja? Der hatte WhatsApp auf dem Handy, auf dem Handgelenk sozusagen. Das war ein krasser Typ. Auf jeden Fall ist das hier unser schönes Zimmer. Kleine Roomtour, Bett. Wurde hintergangen. Du liegst in der Mitte, ne? Ja, weil ich hintergangen wurde. Ich habe hier geshotgun, da wurde geshotgun. Genau. Und so weiter. Das ist aus dem Grund, da liegt es schon. Das war übrigens ein Zeichen, dass das runtergefallen ist, ohne dass man überhaupt. Alter, das war meine Kamera. Das war sogar die Kamera. Alter, die ist schon direkt kaputt gemacht. Ja. Damit wollen wir nämlich eigentlich auch noch das Ganze hier ein bisschen filmen. So, mit der Kamera hat Max auch schon ordentlich was gefilmt, hab wahrscheinlich schon im letzten Vlog Sachen von gesehen. Und dem Menschen da. Manchmal filme ich auch damit. Wir haben, was ist hier alles drin in dem Teil? Darf ich euch noch was sagen? Ja, absolut. Darf ich noch mal ganz schnell eure Schlüssel haben? Ja, Schlüssel. Die sind nämlich nur für 7 Tage. Hey. Statt 14. Da brauchen wir die nochmal. Nee, schon verloren. So, weiter geht die Roomtour. Das ist unser Bad. Da kann man sich Hallo sagen. Hey, yo, wir sehen total fertig aus. So ist das. Da haben wir eine Dusche, eine Badewanne, Waschbecken, Klo. Hier haben wir noch einen Spiegel. Das ist dort dabei. So, Leute, wir haben uns aus dem Hotel rausgewagt. Hier ist schon die erste Talabfahrt. Da kommen wir dann irgendwann auch mal an, wahrscheinlich. Aber davor müssen wir uns natürlich noch Equipment leihen. Das heißt Snowboard und so weiter. Und das machen wir einfach mal da. Schau mal, lieben Jungs, wir sind komplett fertig eingeleitet. Wir haben unsere Boards hier bei mir, ein schwarzes Board, passt zur Hose. Wir haben das Blau, das findet sich hier wieder. Wir haben alles da weiß, ne? Das ist schwarz und weiß, Yin und Yang. Was habt ihr sonst da? Du hast ein oranges, du bist komplett erstmal in schwarz unterwegs, ja? Hast aber die orange-blauen Akzente, das findet sich auch genau hier wieder, orange und blau. Bisschen rosa, ne? Das unterstreicht den femininen Touch, den der Max so an sich hat. Nicht zu unterschätzen, auch sein wasted Look hier, den macht es natürlich noch professioneller. Ja, manche denken, das ist Dreck. Ist es auch. Habt ihr recht gehabt. Mhm. Und dann ist er easy noch am Start, ne? Aha, alles klar, Leute. Alles ist dabei. Okay. Bord ist dabei, Mütze ist dabei, Brille ist dabei, Handschuhe sind dabei. Und im Tarnlook beige, aber ganz wichtig, halt die roten Akzente im Bord. Ganz finden klar, sich ganz im Helm klar. Wieder. Überall, ja? Leute, so sieht das bei uns aus und jetzt geht's hier oben zum ersten Mal auf 40. Wir haben gleich noch 1,5 Stunden heute am ersten Tag. Ja, wir probieren jetzt erstmal ein bisschen. Vielleicht können wir noch fahren, vielleicht auch nicht. Vielleicht sterben wir. Tschüss! Oh mein Gott! Mein Lieber! Du hast richtig hoch! Hast du Höhenangst, lieber Herr IWZ? Ja, aber ich komm nicht runter. Ah ja. 2-3 Minuten sind wir gefahren und wir sind einfach jetzt schon so ultra hoch. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber da unten kommen wir her. So, Mittelstation. Wir sind hier bei der Geislach Gogel Mittelstation auf 2176 Meter angelangt bei krassem Panorama. Und wir schnallen uns hier gerade unsere Boards an und ich muss ja sagen, ich habe schon ein bisschen Schiss so langsam. Izzy, wie sieht's bei dir aus? Nö, geht. Du bist ja auch erst vor ein paar Wochen gefahren. Vor einer Woche. Vor einer Woche. Und ich bin das letzte Mal vor 2 Jahren gefahren und konnte auch echt nur so die Basics. Und jetzt geht's ja gleich einfach mal los. Ich hab richtig Bock. Ich hab auch Bock, aber ich hab ein bisschen Angst. Und wir müssen jetzt ein bisschen weggehen, weil die drehen jetzt hier in Bonnfeld und hinten stehen schon so fette Kameras und so weiter. Aber das machen wir auch. Unsere erste kleine blaue Piste haben wir bestanden. Wie viele Stürzen hast du gezählt? Deine oder meine? Deine. Richtige Stürze würde ich sagen, waren so 4. Ja, bei mir auch so 3 oder 4. Du bist auch einmal gestürzt. Ja. Einmal war wegen dir am Cyber gefahren. Anderthalb Stürze. Aber wir kommen auf jeden Fall alle die Piste runter.
Das ist schon mal, erfreulich, aber es gibt noch viel Raum für Verbesserungen. Wir haben heute, glaube ich, nur noch 30 Minuten oder so. Wir probieren noch mal ein bisschen was. Und dann wird noch so wenig? Ja. Das geht sau schnell hier in den Berg. Die Zeit tickt schneller. Das hat Albert Einstein schon mit der Relativitätstheorie gemacht. Ja, ihr müsst aussteigen übrigens. Holy shit, und ich habe 10.000 Sachen, auf die ich achten muss. Oh oh, oh oh. Ich werde Singles hoch. Ich werde stürzen. Ja, mach hoch. Ja, du musst erst da runter. So, soll ich schon raus? Nee, ab da, ne? Ab da erst. Mein Schlitter ist schon so richtig schön. Nein, Leute, ich werde stürzen, ihr werdet live dabei sein. Ihr werdet live dabei sein, wenn ich stürze. Ah. Ja, ohne dich wäre ich nicht gestürzt. Oh, und ich stürze auch wirklich nicht. Wow. Und jetzt? Aber wir haben es, ey, wir haben es überlebt, oder? Ja. Wir haben keine Gefahr für andere dargestellt, nur für uns selbst. Das ist doch in Ordnung. Jetzt bin ich safe. Wir sind einfach hochgefahren, wir haben keine Ahnung, was das für eine Piste ist. Vielleicht eine schwarze, vielleicht eine rote. Ah, das ist eine rote. Eine rote? Na gut, Leute, also zur Erklärung, es gibt grüne Pisten, das sind die leichtesten. Dann kommen die blauen und dann kommen die roten, dann kommen die schwarzen. Und wir sollten eigentlich auf grün fahren. Zumindest Izzy und ich, aber jetzt sind wir hochgefahren, wir müssen jetzt die rote runter. Das wird ein Spaß. So, Leute, wir sind jetzt nochmal auf der letzten Abfahrt für heute. Wir haben wirklich mit die letzte Bahn erwischt, die eine letzte. Ja, da hinten fährt schon niemand mehr. Es sind irgendwie noch ein paar Bahnen hinter uns. Izzy haben wir abgehangen, der ist eine hinter uns. Da hinten kommt er und hier steigen wir jetzt aus. Da hinten geht schon die Sonne runter. Eine Abfahrt wagen wir noch. Ich bin froh, dass du angekommen bist. Ich hab dich nicht vermisst. Ich bin wieder zu Hause. Boah, guck dir das mal an. Das ist heftig. Wie hoch sind wir? Wir sind ja wirklich fast an der Spitze. Alter, das ist echt krass. Da ist noch ein bisschen höher. Ansonsten wird es schon schwierig. Und wir haben mit die letzte Bahn erwischt. Sind uns noch zwei, drei Bahnen und dann hört es auf. Wir haben jetzt schon voll die Fortschritte gemacht. Also ich auf jeden Fall für mich so. Gerade eben gab es ein Stück, wo wir relativ alleine fahren konnten. Und wow, voll der Schnee, Storm, Thunder. Wow. Deswegen hat sie auch kurz angehalten eben. Okay, ja. Aber wir machen Fortschritte, das ist super. Und jetzt geht's ab ins Tal, ein bisschen was essen. Und ich habe eher Rückschritte gemacht. Echt? Ich habe mich auch einmal so richtig auf die Fresse gepackt, das richtig im Kiefer gezogen hat. Und jetzt bin ich so ein bisschen schissig. Und das ist immer ein bisschen schlechter und zu viel Angst hat. Ja, ja. Aber eine Abfahrt haben wir noch. Ne, bei mir geht's bergauf. Also jetzt geht's bergunter, aber es geht bergauf. Es ist kalt. Ja, Kamera aus. Alter, Leute, das war bis jetzt die geilste Abfahrt. Wir sind hier runtergefahren einfach. Aber richtig gefahren. Aber einfach sind die GoPros sind alle aus, kein Akku mehr. Das Ding hier hat auch fast kein Akku mehr, deswegen halte ich mich kurz, das war mega geil. Wir werden euch davon bestimmt noch in den nächsten Tagen mehr zeigen. Aber jetzt fahren wir einfach mal komplett ohne Kameras. Nur Spaß, Spaß, Spaß. Wir haben es überlebt, Leute. Wir leben noch. Wir sind jetzt in der Gondel auf dem Weg zurück ins Tal. Wir leben noch. Hat richtig Spaß gemacht. Die haben auch voll die Fortschritte vor allem gemacht. Auch in Sachen Frisur, ihr seht. Ist fresh jetzt. Ist auch gar nicht hoch hier, ist nicht hoch. Es ist nicht hoch, nein. Aber was wir heute nicht geschafft haben, was wir eigentlich wollten, der Bergmann ist ja auch in Sölden gewesen, muss man ja fast sagen, bis heute einschließt, ihr fährt morgen früh weg. Wir wollten zusammen fahren, Alter, das mit den Haaren, das geht echt gar nicht, Alter. Och, Mann. Aber er kommt einfach nicht und dann sagt er auf einmal, ja, wir sind schon essen. Und das haben wir so, so schade gefunden, dass wir ihm eine Sprachnachricht aufgenommen haben. Ja, wir werden echt gerne nochmal mit euch fahren. Och, Mann. Ja, Leute, ihr merkt, es ist echt schade. Also könnt ihr der Bergmann echt mal sagen, es ist echt schade, dass er nicht da war. Mann, jetzt gehen wir was essen. Ich bin so fertig gewesen, wir haben nichts gegessen seit dem Croissant heute Morgen. Und ja, vor die ganze Nacht auch nichts. Nichts getrunken, wir sind total fertig, aber wir haben jetzt ein schönes italienisches Restaurant gefunden und wahrscheinlich nehme ich hier eine Pizza Prosciutto. Hunger, 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 Hunger. So kann man das auch machen. Ich meine, jeder hat ja sein eigenes Ziel. So, Leute, ich will es kurz machen. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt im Vlog war und so weiter, aber wir haben es jetzt 4 Uhr morgens.
Als wir vom Essen nach Hause gekommen sind, bin ich sofort schlafen gegangen, einfach weil ich war so komplett todfertig, weil wir im Zug echt nur 3 Stunden geschlafen haben. Ich in den Nächten davor auch nicht viel. Dann sind wir Snowboard gefahren, was natürlich voll Kräfte gezerrt hat. Wir haben die ganze Zeit nicht gegessen, wir waren tot. Und dann sind wir mitten in der Nacht um 2 Uhr aufgewacht und seitdem wusste ich nicht, was wir machen sollen. Deswegen schneide ich jetzt hier meinen ersten Vlog fertig. Da hinten, ich glaube, Izzy schneidet auch. Max schaut Netflix oder versucht zumindest, aber sein Internet ist zu schlecht. Da piept Izzy's GoPro, die Sachen überträgt. Leute, das ist ein bisschen ein sehr chaotischer. Das ist jetzt der erste richtige Tag gewesen. Das ist der erste richtige, nein, der erste Snowboard-Tag, aber der erste richtige, komplette, volle Tag. Der beginnt heute, wenn wir das alles fertig gemacht haben und aufstehen nachher, aber das seht ihr dann natürlich im Vlog morgen. Schade übrigens natürlich, dass wir den Tim, den Herrn Bergmann, nicht getroffen haben. Hat sich leider nicht mehr ergeben, aber den besuche ich einfach irgendwann in Köln wieder. Liebe Grüße. Oh. Den treffen wir einfach in Köln irgendwann wieder. Leute, auf jeden Fall danke, dass ihr zugeschaut habt. Ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare so Vorschläge schreiben, was ihr so denkt, wie wir das mit den ganzen Snowboard-Szenen und so weiter. Wollt ihr viel davon drin haben oder nicht so viel? Wollt ihr das auch Musik geschnitten haben? Sollen wir mal ein bisschen was probieren? Habt ihr irgendwelche Wünsche, Leute? Habt ihr Musikvorschläge? Ja, am besten von irgendwelchen Independent Artists, damit ich das ganze Ding auch überhaupt verwenden kann, weil irgendwie so Mainstream-Zeug, alles was bei der GEMA ist, das bei irgendwelchen großen Musiklabels ist, kann man leider nicht verwenden. Falls ihr irgendwas Cooles habt, ich habe auch schon ein paar neue Sachen rausgesucht. Was ist denn mit Bushido? Besser nicht. Schreibt mir das einfach rein in die Kommentare. Das war's vom Video für heute. Wenn es euch aber schon mal gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. Ich schneide das ganze Ding jetzt noch fertig. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.